Haus nun schon seit 10 Jahren steht. Das glaubt man nicht und man merkt, wie die Zeit vergeht. Für viele Menschen aus der Gegend gab es Wärme und Geborgenheit. Und sie fühlten sich fast wie zu Haus in diesem Ehrenwirtenhaus. Der Wald und der Rennsteig sind direkt vor der Tür. Einen Bushalt und sogar einen echten Bahnhof gibt es hier. Und im Winter ist das Schlösschen eingeschneit. Da traut sich da niemand raus aus diesem leeren Wirtenhaus. Ohne Lore wäre hier immer noch Schutt. Denn das alte Rennsteigschlösschen war marode und total kaputt. Und sie überzeugte schnell die Herren aus Erfurt. Und sie machten dann was draus, nämlich ein ehrenwertes Haus. Würde es schlecht am See. Dem Pflegepersonal ein riesen Dankeschön. Danke der Reinigung, der Küche und der Sozialstation. Für die Zukunft viel Kraft und für 10 Jahre viel Applaus. Für dieses ehrenwerte Haus.